wieder darunter. Okay. Alles klärchen. Musik. So. Oh, die Tür ist jetzt da offen. Verrückt. Hallo? Ist jemand hier? Oh. Geheimer Raum da unten, hm? Vielleicht der hier. Schau, schau. Verdammt. Ach, runter mit dir. Diese Umschaltung, um runterzusteigen, dann machen wir das mal. Und Kletter, 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 Kletter. Kann man die Kamera aufdrehen? Das ist irgendwie so ein alter Bunker oder so sein, ha? Fallen lassen, okay. So. Da steht was. Das ist sicher so was ähnliches wie Notausgang. Was sind das für Zeichen? Ja, vorsichtig auf die Fackel, nicht dass die ausgeht. Was mache ich bloß? Muss ich schon lange da unten sein? So, was haben wir hier? Ah, hier wird's trocken. Oh Gott. Das ist verrückt. Sieht man das mal an? No one lives. Da war wohl nichts drin. So, da liegt was. Stemmaxt. Ach, mehrmals ekel. Okay, ja. La. Ja, gut, ich hätte auch wieder außen rum gehen können. Aber so, konnten wir das schon mal üben. Du schaffst es, Mädchen! Wunderbar. Gehen wir da weiter. Wo komm ich hier bloß hin? Vorsicht, die Fackel. Okay. Du schaffst es. Kommen wir da jetzt raus? Hm? Es ist dunkel geworden, ha? Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Vorsichtig ums Eck. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer.
Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Scheiße. Sam! Ach du Scheiße. Zeig dich! Ja, du Arschgesicht! Wo ist der Nächste? Zeige dich! Ja! Nummer 2! Komm raus! Er wollte eigentlich voll ins Maul schießen, aber leider. Du schaffst es! Streng dich an! Hier drüben! Reyes! Lauert hier! Und wie sie mir auf die Brüste hinzoomen! Lass los! Ach, diese Spieleentwickler! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit ihr. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Na gut, dann nutzen wir mal den Lagerplatz. Wo fange ich an? Immer noch nichts anderes verfügbar. So. Moment. Oh, sehr gut. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung.
Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. So ist das. Das kann man anzünden. Sie brauchen Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Okay. Na? Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sanse, Bergungsgut. Aha. Bitte sie mir was eh zum Aufstemmen. Nein, geht nicht. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Na, ob ich dort hingehen sollte? Ich will zuerst schauen, was da oben ist. Was ist das? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Ja, ich mal nicht. So viel ist sicher. Bergungsgut, sollen Sie Bergungsgut im Basislager Waffen-Upgrades zu irgendwas machen? Na gut. Stirb, Hase, stirb! Ach, wie es aussieht, habe ich genug Pfeile, ich bin froh. Das ist eine Brücke. Da gibt's Feuer, hoppala. Also ich muss sagen, Pfeile gibt es echt mehr als genug hier. Bergungsgut. Ach, mein Hirsch. Da drüben ist noch eine Kiste. Ah, da ist wieder so ein Ding. Hoppala! Nein, nein, beiße mich nicht! Boah, du Arsch! Gut, aber das wäre ein toller Punkt, um jetzt mal die Aufnahme zu beenden. Mal schauen, wie das dann bei euch ankommt. Und ja, dann spielen wir besser das nächste Mal hier weiter, weil hier ist anscheinend ein Speicherpunkt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich über ein Abo, Kommentar, Daumen nach oben freuen. Und ja, teilt auch meine Videos bitte, damit die Community größer werden kann. Ja, und es wird demnächst eine kleine Überraschung geben. Dazu gibt es dann auch ein Infovideo auf meiner Kanalseite. Einfach dann öfters vorbeischauen oder wenn ihr mich abonniert, seht ihr davon. Glaubt mir, es lohnt sich auf alle Fälle. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut, ciao, euer Grafos.